Herum auf Gut Eiderbichl haben wirklich die Tiere das Wort. Das ist eine Begrüßung beim Feiertagsfrühschoppen heute aus dem wunderschönen Salzburger Seenland. Liebe Zuschauer, willkommen. Wir sind auf Gut Eiderbichl, mitten im wunderschönen Salzburger Seenland. Ganz genau in Hendorf am schönen Wallersee. Da wird gefeiert, weil die Musikkapelle ein großes Jubiläum auch hat und die wart bei uns schon drinnen. Auf Gut Eiderbichl in der Reithalle umgebaut zu einer Festhalle anlässlich unseres Frühschoppens. Sie haben sie wirklich gern, die Tiere. Danke dem Kutscher Hans, dass er uns so vornehm daher kutschiert hat. Und jetzt gehen wir so frei weg im wahrsten Sinn des Wortes mit der Musikkapelle aus Hendorf und der Jakob Teufel. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. In Hendorf am Wallersee. Dankeschön. Das ist eine Begrüßung. Freut mich. Grüß Gott. Am hohen Feiertag Maria Himmelfahrt haben wir wieder mit Blasmusik ganz zünftig eröffnet. Und die Trachtenmusikkapelle Hendorf am Wallersee feiert ein großes Jubiläum in diesem Jahr. Sie werden es vielleicht wissen, weil es dahergekommen sind, um mitzufeiern. Vor 375 Jahren ist die Musikkapelle schon gegründet worden. Schauen noch gut aus, haben sie gut gehalten, die Hendorfer. Man rechne einmal zurück, 1629 ist diese Musikkapelle gegründet worden. Das ist noch 127 Jahre bevor Mozart in Salzburg auf die Welt gekommen ist. Also da hat man in Hendorf schon bloß musikalisch richtig was weitergebracht. Wir sind heute eingekehrt, liebe Freunde, da auf dem Gut Eiderbichl. Ein einziger Ort, einzigartiger Ort ist das, das möchte ich sagen. Wir sind umgeben von über 400 Tieren, die da ein Zuhause gefunden haben, die sich da wohlfühlen. Aber wir, gell, Herr Böllmeister, wir fühlen uns da herinner genauso wohl. Mit vielen Sängern und Musikanten sind wir da eingekehrt. Und ich habe da hinten ein paar Bonnies schon gesehen, die freuen sich, wenn die Blasmusik einmal so richtig aufspielt.
Wir werden heute auch das Salzburger Seenland kennenlernen. Es ist ganz eine bezaubernde Landschaft. Wenn man da oben schaut, auf der einen Seite sieht man gleich den Wallersee und viele andere Seen gehören ja noch dazu, zu diesem schönen Stück Salzburger Land. Ich freue mich jetzt, wenn es so richtig zünftig losgeht mit Musik. Die Elstätzinger Musikanten sind da. Der Hansl Auer mit seinen Freunden und Freundinnen, möchte ich sagen, immer wieder gut für eine gute Blasmusik. Und nachdem er heute so richtig nobel herkutschiert worden sind mit einer Bierkutsche, sage ich zu euch Musikanten jetzt, spritz auf, lasst die Geigen klingen, ich lasse euch dann ein paar halbe bringen. In diesem Sinne, auf geht's zum Frühschoppen auf Gut Eiderbichl. Also die Tiere haben es da herum wirklich gut. Die Henne Heidi ist es, glaube ich, Michael Aufhauser, Hausherr da auf Gut Eiderbichl. Ja, die Henne Heidi hat heute frei. Ach so. Das ist die Natascha, die Konkurrentin. Ah, so ist es. Die macht es jetzt auch ganz einfach gemütlich. Die hat schon ihr Mittagessen gegessen und sie hat schon ein Ei gelegt heute. Ja, ich meine, sie legt ein Ei, aber das Verhängnis ist, dass sie ihr eigenes Ei am liebsten zum Frühstück hat. Aha. Ja, so ist es, gell? Wenn man sich mit Tieren einlässt. Sie ist ein Ex-Häftling aus der Hühnerbatterie und jetzt ist sie Freiland-Legedame. Und die wohnen bei dir ganz einfach, ganz frei? Also die wohnt jetzt bei mir zu Hause im Garten mit den Hunden zusammen. Ja. Aber hier auf Gut Eiderbichl haben wir auch viele Hühner und andere Tiere. Ja. Und wir wissen ja alle, jetzt haben wir neuerdings einen Stier bekommen, der 1300 Kilogramm wiegt. Francis, benannt nach Francis Fulton Smith. Er wird die Hauptrolle spielen in dem Film Paradiese für Tiere. Richtig. Es ist ja wirklich ein Paradies. Da Michael Aufhauser, war das für dich schon immer ein Traum, das zu bauen, oder hat da eines das andere ergeben? Also ich hatte diesen Traum, aber ich habe nicht daran geglaubt, dass er erfüllbar ist. Und er wäre auch nirgendwo anders in Erfüllung gegangen, außer in Hendorf am Wallersee. Und wie hat man den Platz da gefunden? Was heißt überhaupt Eiderbichl? Hat das eine Bedeutung? Also diesen Platz zu finden war einfach und doch so schwer. Ich ging in eine Reika, da saß der Direktor Schimpel und der sagte, ich glaube, ich weiß was. Und plötzlich sind wir zu diesem Kraftplatz gekommen, denn Eid auf Keltisch heißt Feuer und Bichl Hügel. Also Hügel des Feuers, und das ist ein richtiger Kraftplatz und nicht nur die Tiere merken das. Wir haben zum Beispiel Geschichten, die sich hier begeben mit behinderten Kindern, mit Kindern, die frühkindlichen Autismus haben, mit Kindern einer Pflegeklasse aus Köstendorf, die jede Woche hierher kommt und Pferde pflegt. Und auf einmal fangen die an zu sprechen, wo sie vorher nie gesprochen haben.
Und auch alte Menschen kommen hierher und sagen, ich habe nur eine Stunde Zeit und bleiben ein paar Stunden. Das ist ein richtiger Kraftplatz. Mhm. Und die Salzburger sind liebesvoll, haben die gut aufgenommen? Also ich bin zuerst sehr liebevoll in Salzburg aufgenommen worden. Und wie ich dann nach Hendorf kam, da kam ich zu meinem ersten Nachbarn, dem Wuppinger. Ja. Und der sagte, ich mag die nicht. Gottes Himmels Willen. Sagt er, weil du hast mit Rost zum Turn und wer mit Rost zu tun hat, der versteht nichts vom Geschäft. Sag ich, dann möchte ich gerne ein Autohaus da oben haben. Na, dann machst du, was du magst. Und heute sind wir die engsten Freunde, nicht nur mit ihm. Ja. Er macht die Felder, er kümmert sich mit um Tiere. Mhm. Das ist ein Dorf, in dem wirklich ein Zusammenhalt ist, wie man sich das nur erträumen könnte. Und die ganzen Nachbarn sind enge Freunde vom Gut Eiderbichl. Und ich möchte fast sagen, so richtige Eiderbichler. Und ich bin eigentlich ein Hendorfer geworden. Michael, danke einmal, dass du uns Eiderbichl ein bisschen vorgestellt hast. Wir werden ja einiges hören noch drüber. Und ich sage immer, Musik tut einfach den Menschen, uns allen, so unheimlich gut. Taugt Herz und Seele gleichermaßen und die Tiere spüren das auch. So freuen wir uns jetzt auf die Horgoschtmusi. Die sind heute bei uns. Sie sind gute Musiker und Musikanten zugleich, weil sie streuen einfach richtige Freude aus, wenn sie eine Musi machen. Freuen wir uns auf sie mit seiner Polka für ihre Freunde in Tirol spielen sie auf, aber ich sage für uns alle und für alle Leute in ganz Österreich. Horgoschtmusikanten, spielt es auf für uns. Wappen von Hendorf ist eine Henne zu sehen. Na gut, habe ich mir gedacht, ist ganz klar, Hendorf kommt von Henne, aber das ist gar nicht so einfach. Gerhard Wörle, wie kommt der Name und die Henne, passt das jetzt zusammen oder nicht? Ja, es passt in Wahrheit nicht ganz zusammen. Wir haben ja früher einen Bürgermeister gehabt, ich will nicht sagen, dass er ein Diktator war, aber er war also eher einer von der härteren Sorte. Der hat einfach gesagt, Hendorf heißt also, ist eine Ableitung von der Henne her und deswegen machen wir also ein Wappen, das also eine Henne versinnbildlicht. In Wahrheit muss man sagen, Hendorf ist vom Ursprung her also erwähnt, das erste Mal im 800 nach Christi, ist man sich nicht ganz klar, aber zwischen 1200 und 1300 als Höhendorf. Mhm. Und die Henne ist halt irgendwo durch den Bürgermeister
mit Handschlag also irgendwo fixiert worden. Gerhard Wörle, was mich wirklich noch interessieren würde, es ist ein sehr alter Kulturboden da und in unserem Jahrhundert ist die Sommerfrische da wirklich gang und gäbe gewesen. Also warum sind die Leute da hergekommen gern? Ja, wir als Kinder, ich bin also während des Krieges geboren, also nach dem Krieg haben wir noch also gehört, die Herrschaft kommt aus Wien. Natürlich irgendwo abgeleitet dadurch, dass also Kaspar Moser, der Breiwirt hier in Hendorf war, seine Verwandten, das war also der Richard Meyer, der Ochs von Lerchenau, der Beste, den es je gab. Ja. Es war also unter anderem auch der Karl Meyer, der das Hendorfer Bräu hier geleitet hat. Und die Leute sind im Sommer zur Sommerfrische rausgekommen. Und der Wallersee, wie wir wissen, gibt natürlich einiges bis zum heutigen Tag und deswegen haben sich die Menschen hier wohlgefühlt. Wir gingen jetzt ein bisschen auf die Alm auf, wie sie sich in Salzburg gehört. Ganz schön. Und zwar mit zwei Sängern, die sie selber auf ihren Instrumenten begleiten, auf Harmonika und Kontragitarre. Die Aubichi-Musikanten, so heißen es, der Kaspar und der Peter. Und die zwei lassen sie immer wieder ganz kuriose Lieder einfallen oder sie entdecken immer wieder Lieder, die ganz kurios sind. So freuen wir uns jetzt auf die zwei und wenn wir auf die Alm aufgegangen werden sie uns von die Weiberleute erzählen, wie es ihnen damit gegangen ist. Ich kann nur vorausschicken, da droben auf der Alm, da steht eine kleine Feichten, da gingen die Buben zu der Sängerin beichten. Wahnsinn. Auf der Alm, da ist ein Leben wie im Himmel um und das Beten und das Predigen wird alles aufs nächste Jahr verschoben. Auf der Alm bei die Zirn, sitze ich öfter zum Zinieren, und ein wenig halt rot aus, wo ist die Kappe zu Haus? A Kuckenrundskipfe hat, eigel alles wie ein Spatz, nur der ganze Platz bissel, a Kipfele hat's, nur der ganze Platz bissel, a Kipfele hat's. Die Wadeln sind auch nicht rund, nur ein ganzer Glas Bissel, zum Kloster ist rund, nur ein ganzer Glas Bissel, zum Kloster ist rund. Und die Gretel, die hätt ich gern, sie hat eigentlich alles wie ein Stern, sie hat mich nimmer und das Bult, sonst war das Glück. Die wird kalt, aber ich hör mir weg, weil ich bin auch nicht dumm. Nur ein ganzer Glas Bissel, schwanger ist voll, nur ein ganzer Glas Bissel, schwanger ist voll. Und die Froni, die war bekehrt, und sie taugert mir nicht schlecht. Sie hat ein Haus überfüllt, ja und ein Trug und viel Geld. Ja, ich nehm an mir's Wut am Wald, weil sie mir quasi umfällt. Nur ein ganzer Glas Bissel, verheiratet ist voll. Nur ein ganzer Glas Bissel, verheiratet ist voll. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz fertig gedreht ist bereits ein Spielfilm, der da auf Gut Eiderbichl und im Salzkammergut spielt. Und dieser Film soll heißen, oder er heißt Paradiese der Tiere, wird Anfang des nächsten Jahres im ORF und im MDR zu sehen sein. Und ich begrüße ganz herzlich die Produzentin des Films, die Mucki Degen. Willkommen. Und
den Hauptdarsteller dieses Filmes haben wir ebenfalls da, ein fescher junger Mann, sehr, sehr im Fernsehen jetzt so oftmalig zu sehen, den Francis Fulton Smith. Schön, dass du da bist. Danke schön. Francis, also der Film Paradiese für Tiere, worum geht's da? Kann man das schon verraten? Also ist wirklich da das Leben von Michael Aufhäuser verfilmt oder die ganze Geschichte von Gut-Eider-Bichl? Also ich glaube, wenn man das Leben von Michael verfilmen möchte, dann muss man ja, da reicht ja ein Film gar nicht aus. Also da müssten wir viele vielleicht eine Serie machen, aber das entscheidet, glaube ich, in erster Linie der Zuschauer. Aber wir haben auf jeden Fall einen Anfang gemacht und haben versucht, den Anfang von Gut-Eider-Bichl sozusagen zu zeigen, wie es ein wenig dazu gekommen ist, zu diesem tollen Ort. Und da spielen viele Tiere mit. Wie ist es so, mit Tieren zu arbeiten? Also für mich war das ganz toll, weil ich bin ja auch immer auf dem Hof aufgewachsen. Ich bin in München geboren und war in der Wildschinau bei den Hörbigers auf dem Tumahof, bin ich sozusagen als Sommerfrischler, als kleiner Bub, und habe da Sensen gelernt und das Einspannen, das Ausspannen und so weiter. Alles so, was so ein bisschen mit den Viecher zusammenhängt, das melken und so weiter. Ja, freilich. Ja, schau dich ja, an. Ja, schon, das muss man doch können. Also das gehört dazu. Und von daher war das natürlich eine tolle Ehre. Und wie es das Schicksal will, der Michael hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, im selben Sternzeichen, nur ein anderes Jahr. Und das verpflichtet. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Mucki und der ORF und der MDR mich sozusagen, ja, also mich für würdig halten, dass ich das machen darf. Das war eine tolle Herausforderung und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, die Mucki Degen hat den Film produziert. Es ist deine Idee gewesen. Also wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu Paradiese der Tiere? Dazu gekommen ist es dadurch, dass ich früher eine Tiersendung für den ORF produziert habe und wir haben die eine Weihnachtssendung hier in Eiderbichl gedreht. Und Michael Aufhäuser führte mich erstmals durch das damals ganz neue Gut. Und in meiner Erinnerung an meine Kindheit wurde der Film Ferien auf Immenhof wach. Und da habe ich gesagt zu Michael, mein Gott, na, das ist es, das ist das Motiv. Ja. Das wäre doch was, lass uns doch daran arbeiten und lass uns das doch entwickeln. Es ist eine Geschichte, die nicht nur zum Wegträumen, ja, nicht nur zum Wegträumen veranlasst, sondern sie hat natürlich auch ein bisschen einen tieferen Sinn, und das ist auch das Positive daran. Also es ist, geht nicht nur sehr, man geht nicht nur oberflächlich mit dem Thema Tiere um, sondern man geht sehr gut damit um. Er macht ein bisschen nachdenklich, aber doch auch sehr fröhlich. Ja. Und mit Tieren zu arbeiten ist einfach schön. Und ich glaube, der Francis hat eine Patenschaft da übernommen für einen Stier. Ja, also das, die Geschichte ist ein bisschen anders, weil ich habe gesagt, also wenn ich schon den Michael spielen darf und die Geschichte, und das liegt mir sehr am Herzen, weil der Michael Aufhäuser, glaube ich, mit dem, was er auf Gut-Eider-Bichl geschaffen hat, wirklich eine sensationelle Speerspitze geschaffen hat, das muss man erzählen, und ich freue mich über jeden Bauern, der mitmacht, und jeden Politiker, den wir sozusagen in unser Boot holen, weil die Kleinbauern, die mittelständischen Bauern müssen überleben, und das war mir ganz wichtig, und von daher habe ich gesagt, wenn ich das schon mache, wenn ich ihn schon spielen darf, dann will ich das auch gescheit machen, und da möchte ich eine Patenschaft übernehmen. Und wie es eben der Zufall so will, während der Dreharbeiten ist der Michael dann gekommen und hat gesagt, du, ich glaube, ich habe da was ganz Interessantes, und dann auf einmal ist dieser Mordsstier dahergekommen, den er, also glaube ich, in ganz aufregenden, auf eine aufregende Art und Weise gerettet hat. Das kann der Michael bestimmt selber besser darstellen. Das ist also furchtbar, was, wenn man das mal als Außenstehender mitkriegt, was mit den Tieren passiert, und das darf nicht sein. Und da habe ich gesagt, die Patenschaft übernehme ich gerne, und bin natürlich sehr stolz, dass er mir den, also meinen Namen gegeben hat. Jetzt hat praktisch, sagen wir, schon drei Stiere auf Eiderbichl. Also sagen wir Franzl zu ihm. Na, Francis. Gut. Die Hurt Abrussmusi ist bei uns auch zu Gast, haben allerdings fünfmal wirklich einen ganz guten Hut auf. Nur zum Schluss nehmen sie ihn ab, und sie werden ein Jagdlied für uns bringen, ganz der besonderen Art. Ein bisschen, ja, so mit Augenzwinkern zu betrachten. Die Jagd, Michael Aufhäuser, wenn ich dich frage, wie stehst du dazu? Also ich hatte für lange Zeit einen Gutsverwalter, der Jäger war, und von dem habe ich viel gelernt, wie man mit Tieren gut umgeht. Und ein Jäger, wie in jedem Beruf, der seinen Beruf als Berufung sieht, macht es richtig. Mhm. Und die Tiere leiden nicht, und die Balance der Natur ist hergestellt. Und Hut ab vor denen, die das wirklich richtig machen. Was ich nicht so gerne mag, sind Trophäenjäger, aber wer mag die schon? Hut ab, hast du gesagt, vor den wirklichen Jägern, in dem Fall sage ich einfach Weidmannsheil.
ich auf die Jagd hinaus. Lasse die Hunde aus. Mit frischem Mut, ganz fort am Hut. Jaguar, Suzuki, BMW, zirkt mir am Waldrand stehen. Schäfwurst in Lodentracht, lädt ein zur Jagd. Aufgepasst, die Reh und Hirsch, der Chef arzt auf der Pirsch. Die Hand zittert zwar, im Auge sitzt der graue Starr. Eine Morgenoperation war sein erster Platschuss schon. Fünf Obstler und die Hand wird ruhiger. Der Staatssekretär kommt mit dem Hubschrauber in feinstem Loden von Toastmann Moden. Der hohe Jagdpräsident hat Schrotgewehr in der Hand. Der Weihbischof mit der Kalaschnikow. Schlagen an. Der Schäferz, der liegt an. Im Unterholz. Ein 16-Ender Stolz. Gleich tritt er dort heraus. Platschuss, der Schweiß bricht aus. O süße Waldesruh, der Hirsch schreit Mu. Hinter dem Försterhaus lassen Treiber jetzt Wulzer aus. Frisch vom Tierheim ein vietnamesisches Hängebauchschwein. Weil Zauge laufen wollen, treiben sie es mit Feuigebrüll hinzu, die Jägersleid, die stehen bereit. Die grunzt heran, die Jagdschar spannt den Hahn. Bäm! Eine Salve kracht. Jetzt ist Zau aufgewacht und fängt zum Laufen an in einem Affenzahn, bis das sie zusammen sagt mit Herzinfarkt. Was. Im hohen Schlangengras schleicht was daher, vielleicht gar ein Bär. Jetzt kommt es näher ran, der Schäferz, der legt an. Ein Hirsch wälzt sich am Boden, im Toastmann-Loden. Schlopfen ist zugeschnappt. Fein, ganz hohes Tier ist eingetoppt. Der Jagdvorstand wimmert. Faxen zertrümmert. Jetzt bringt die Hundemolke eine ganz fette Beute. Einen Arm im schwarzen Stoff und Kalaschnikow. Hurra, die Jagd ist aus. Julio, Julio. Im Krankenhaus. Schifffahrt tief bewegt, seine Klinik voll belegt. Lauter Privatpatienten in seinen teuren Händen. Bis zur nächsten Jagd mit Hund sind's wieder alle gesund. Zeit wird schon musiziert da in Hindorf am Wallersee. 375 Jahre haben wir schon gehört am Anfang. Also, lieber Herr Obmann, Herbert Sautner,
Die Musikkapelle müsste eine der ältesten im ganzen Land sein. Ja, es ist so, dass die Hendorfer Musik im deutschen Sprachraum sicherlich eine der ältesten ist. Wie gesagt, es ist 1629 erstmal urkundlich erwähnt, dass hier organisierter Musikgruppen auftreten ist auf der Tanzwiesn, das ist beim jetzigen Jagerbauern, und die dort entsprechend zum Tanz aufgespielt haben. Wahrscheinlich noch mit anderen Instrumenten als heute, gell? Ja, es ist natürlich klar, dass das nicht eine Blasmusik war wie im heutigen Sinn, sondern das waren eine Lyra, das waren Flöten, das waren Pfeifen, wie halt zum damaligen Zeitpunkt musiziert worden ist. Ihr seid eine junge, fesche Kapelle, einer fescher, die Dirndln auch, wie der andere und die andere. Und sind Gründungsmitglieder auch noch dabei? Ja, es ist so. Ihr seht ja, wir sind da wirklich eine sehr junge Truppe. Wir sind 30, unter 30 Jahren. Wir sind aber ganz stolz auf eine Dynastie von Kapellmeistern Hendorf. Die Familie Holzmeister hat über 100 Jahre, wenn man es zusammenzählt, einen Kapellmeister gestellt. Und mich freut es, dass unsere zwei Ehrenkapellmeister, der Karl und der Sepp Holzmeister, heute auch noch bei uns da sind. Herzlich willkommen. Rechtzeitig zum Jubiläum hat die Musikkapelle Hendorf sich auch neu wirklich wunderbar eingekleidet. Was ist das für eine Tracht? Ja, das ist die Hendorfer Fischertracht. Wie gesagt, wir sind beim Grand Janker, beim Weinroten Leiwe, bei der braunen Lederhosen. Die alte Tracht war 40 Jahre alt. Wir haben uns jetzt bemüht und heuer haben wir erstmalig auch unsere Dirndl nicht mit einer Tracht, sondern mit einem richtigen schönen Dirndl eingekleidet. Und wir sind stolz auf das. Also, schaut wirklich fest aus, gell? Herbst geht es dann weiter mit euren Feierlichkeiten. Wann genau wird wieder richtig gefeiert? Ja, wir haben gestern angefangen mit dem Festabend für die Hendorfer Bevölkerung, setzen das heute mit dem Frühschoppen fort. Und ihr dürft jetzt schon alle einladen zu unserem eigentlichen Fest vom 10. bis 12. September unter dem Motto Böhmische Blasmusik. Wir haben da die Europameister in der böhmischen Blasmusik, die Blech- und Brassbander. Und wir werden uns bemühen, dass wir euch da wirklich musikalisch die drei Tage was bieten. Und ich darf mich freuen, wenn recht viel von euch kommen. Das ist ein gutes Stichwort, böhmische Blasmusik. Wir hören jetzt nämlich die Heidrun Polka. Danke, Herbert Sautner. Danke, er ist ja aktiver Musiker, begibt sich jetzt in die Reihen der Musikanten. Und den Herrn Kapellmeister bitte ich, den Taktstock zu erheben. Alles Gute, Gratulation zum Jubiläum. Thank you.
Eiderbichl liegt auf einer Anhöhe und man hat einen unheimlich schönen Blick auf das Salzburger Seenland und auch ein bisschen auf den Wallersee. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich bei mir die Bertha Altendorfer. Sie ist vom Salzburger Seenland, wird uns einiges berichten. Und den Karl Riegler vom Salzburger Landtourismus. Schön, dass ihr da seid. Bertha, für unsere Zuschauer daheim noch einmal kurz eine Lage, wie soll ich das sagen, wo sind wir ganz genau für alle, die es nicht wissen? Salzburger Seenland ist nördlich der Stadt Salzburg. Wir sind sozusagen der Vorgarten der Mozartstadt Salzburg. Wir sind hier mitten im Flachgau und Hendorf ist einer der 12 Orte, die zum Salzburger Seenland dazugehören. Es haben sich da 12 Orte touristisch zusammengeschlossen. Wie du heute schon so schön gesagt hast, liebe Caroline, es ist ein Juwel des Salzburger Seenland mitten im Land Salzburg. Und der Wallersee ist einer davon? Der Wallersee gehört zum Salzburger Seenland, der Obertrommersee, der Mattsee, der Grabensee. Na und es gibt da so besondere Punkte, so wie auch das Gut Eiderbichl einer ist. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an die Kaiserbuche. Da war ich auch schon mal, das ist bezaubernd da, wo man da rundum schauen kann. Da gibt es noch mehr solche Punkte. Gerade im Salzburger Seenland haben wir einige sehr, sehr schöne Aussichtspunkte. Wie du schon gesagt hast, Kaiserbuche in Obertrom mit dem Blick ins Seenland oder da jetzt in Hendorf am Stormwandel oben, wo man auch wirklich den Blick ins Land genießen kann. Aber wir haben eine Vielfalt an Museen, an Sehenswürdigkeiten bis hin zum ganzen Schaudorf Schlehdorf. Und die Kultur wird großgeschrieben. Nicht nur, dass die Musikkapelle feiert, kulturell ist auch sehr viel los. Salzburger Seenland hat sehr vielfältige Orte, durch das auch das Angebot sehr vielfältig. Vom Diabelli-Sommer in Matze, der vom Juli bis August ein vielfältiges Angebot anbietet, bis zur Seebühne Seeham, aber natürlich auch Seefeste in den Orten, bis zum Bauernherbst natürlich. Jetzt werden wir nicht mehr vom Bauernherbst reden, sondern vom Bauernsommer haben wir jetzt eigentlich geredet. Und da möchten wir zwischen ein Musel machen. Und zwar von den Aubichi-Musikanten. Die werden jetzt mit ihren Instrumenten aufspielen. Es ist eine gebirgerische Polka, die Bongauer Bauernpolka. Sommer mag man eigentlich noch gar nicht an den Herbst denken, aber die Zeit, liebe Zuschauer, die vergeht schneller als man glaubt.
Und wenn der Herbst in Salzburg ins Land zieht, dann ist das ganz was Besonderes. Der Karl Riegler ist der Initiator des Salzburger Bauernherbstes. Das heißt, er ist nicht dafür verantwortlich, dass sich die Wälder färben und dass es wunderschön wird, sondern für das ganze Programm, was da gespielt wird. Was kann man sich vorstellen unter dem Salzburger Bauernherbst? Ja, wir fangen beim Salzburger Bauernherbst schon früh an. Ende August geht es bis Ende Oktober und da gibt es Feiern, Verkosten, Kultur. Das sind die drei Schlagworte, dörfliche, bäuerliche Kultur natürlich. Es fängt an beim namengebenden Bauern. Die Bauern ernten, veredeln ihre Produkte und bieten dann halt den eingelegten Knofelkäs oder das besondere Gselchte mit Wacholder und ganz speziell gewürzt an. Oder zum Beispiel solche Fische wie unser Marzia Fischer, der ganz besonders räuchert nach einem alten Rezept. Dazu ein gutes Geriegel Bauernherbstbier und das wird dann auch weitergegeben natürlich an die Wirte. Die Wirte kaufen die Salzburger regionalen Produkte meistens sogar direkt beim Bauern ein und verkochen sie nach Omas Rezeptbuch zu bauernherbstlichen Gerichten aus der Region. Da gibt es dann täglich 5 auf der Karten mit den dazu passenden Salzburger Getränken natürlich. Ich kann mich nur erinnern an ein ganz besonderes Bauernherbstereignis, das immer um die Seen da im Seenland stattfindet. Gibt es das in diesem Jahr auch wieder? Das gibt es in dem Jahr auch wieder, denn wir haben ja 2 Eröffnungsfeste. Das eine ist am Samstag, den 28. in Bramberg im Nationalpark. Dort heißt es dann Holzernte im Wandel der Zeit, also von früher bis heute, wie das geerntet worden ist. Und dann am nächsten Tag, das ist, was du gerade angesprochen hast, Caroline, das ist der autofreie Tag im Seenland, hier in dieser Region, rund um den Obertrummer See. Matze, Obertrum, Seeham sind vollkommen motorfrei für einen ganzen Tag. Und dort findet das größte Bauernherbstfest des Salzburger Landes mit über 35.000 Besuchern meistens statt. 70 Standl, Essen, Trinken, aber auch viel Kulturelles am Wegesrand. Danke, Karl Riegler, gute Aussichten für den bevorstehenden Herbst. Macht es gut, ich wünsche euch viel Erfolg damit. Dankeschön.